Hallo und herzlich willkommen zurück bei Craft the World. Ja, wir sind hier weiter unterwegs in unserer Zwergenkolonie, haben beim letzten Mal ein zweites Goblinlager entdeckt, was unsere Zwerge ausgeräumt haben. Aktuell bin ich gerade, oder sind wir dabei, hier wieder anzupflanzen und auch die Farm quasi ein bisschen zu verbessern. Wir haben hinten alles mit Stein ausgelegt, mit dieser Steinziegel. Dadurch wachsen da jetzt keine Bäume mehr. Das heißt, selbst wenn es abgeerntet ist, bleibt die Fläche im Normalfall dann leer. Das war davor teilweise ein Problem, wenn man nicht schnell genug war, dass dann sofort quasi irgendwelche Bäume in die Höhe geschossen sind. Ja, ansonsten können wir natürlich hier noch weiter bauen, einen Unterschlupf, den weiter verschönern. Genau, wir haben ja gesagt, außen Stein und innen waren wir noch am Überlegen, ob wir das komplett aus Holz machen oder ob wir irgendwas anderes einarbeiten. Was haben wir denn für die Innern? Wir können innen einen venezianischen Stuck einarbeiten, aber der ist halt teuer in der Anschaffung. Und hat aber so jetzt überhaupt keine Auswirkung, dass die Leute sich irgendwie mehr oder weniger wohlfühlen. Es ist einfach nur andere Haltbarkeit. Ansonsten haben wir so Reliefe. Haben die irgendeine Auswirkung? Auch nicht wirklich. Ansonsten haben wir jetzt noch nicht groß irgendwelche anderen. Das heißt, wenn eben Holz oder Stein ist innen fast egal. Es macht keinen Unterschied. Bleibt sich gleich von der Einrichtung her. Also ich meine vom Wohlfühlfaktor. So, da haben wir jetzt Holz hergestellt. Da haben wir. Was wollte ich eigentlich mit den Brettern machen? Ich habe schon wieder vergessen. Genau, egal, schauen wir mal hier weiter, wir wollten ja eine Waffe mal bauen. Ah, jetzt haben wir sogar alles, um uns quasi einen, wie wäre es nochmal, Auslösemechanismus zu bauen. So. Sollen wir uns einen zweiten bauen? Dann machen wir mal einen. Möchten mal eine Waffe. Wobei, Schusswaffen, da wollen wir eh den Aufstieg. Na ja, gut, dann machen wir noch einen zweiten. Was brauchen wir denn noch? Da haben wir, das haben wir, da haben wir dann zwei. Dann brauchen wir eigentlich noch eine zweite Waffenmündung. Ah, okay, da brauchen wir aber dann mehr Stahl wieder. Und für einen Stahl brauchen wir Eisen. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir hier, wobei da haben wir eh Eisen. Das müssen wir nur mal abholen. Dann können wir hier die Leiter noch ein Stück verlängern. Hier unten mache ich es vorläufig noch aus Holz. Wir haben noch nicht Stahl in solchen Massen, dass wir jetzt sagen können. Egal. Wir machen jetzt überall diese Alu- oder Stahlleitern hinein. Dann können wir hier noch einiges rausholen. Da ist noch Kohle. Die sollten wir uns auch auf jeden Fall holen. Könnten wir da eigentlich so einen Querkant mal rübertreiben. Ich kann mir später auch wieder zumachen, wenn man es nicht mehr braucht. Hier unten haben wir auch noch eine Menge. Kann man hier das auch noch wegreißen. Genauso hier drüben. Da haben wir auch eine Menge und hier ist überall Kohle drinnen. Hm,
Weil ich erwisch die nie genau. Ah, nicht töten. Ich möchte die scheren, aber die haben gleich noch nicht genug Wolle dafür. Ah ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte Farmzäune machen, um zu schauen, ob man die irgendwie wieder einfangen kann. Die Dinger. Wo war denn das? Das war ich hier, glaube ich. Schauen wir mal, Farmzaun. Stellt der Reihe nach mehrere Zäune auf, bis ein Farmhaus. Mehrere Zäune auf, bis ein Farmhaus erscheint und dann. Okay. Sollen wir mal sowas machen? Braucht man halt eine Menge Ressourcen. Gut, ich meine, von manchen Dingen haben wir mehr als genug. Wie schaut's mit den Seilen aus? Ja gut, da haben wir auch einiges. Da haben wir mittlerweile genug nachgebaut. 2, 3, 4, 5. Ja, machen wir mal 9 Stück. Ja, da gleich mal uns um die Beleuchtung kümmern. Ah ja, und da können wir dann einfach weiter graben. Wir werden angegriffen. Ach. Der ist wahrscheinlich irgendwo da oben aus dem Nichts rausgekommen. Aber die sind ja mittlerweile zum Glück keine Gefahr mehr für uns. Noch ein Portal rein. Geht etwas schneller. Wir müssen wirklich mal schauen, dass wir irgendwann an Aufzüge oder so kommen. Aber ich glaube, das dauert noch. Da haben wir hier, was haben wir hier? Besseres Essen. Elixiere für Heilung. Eisenluken, Bierbrauen. Ah ja, da können wir zumindest schon mal die Eisenbahn. Aber der Aufzug, der ist. Oder gibt's den Aufzug nicht mehr? Oh ja, doch hier Aufzug. Bei Ingenieurswesen kriegen wir die Möglichkeit, einen Aufzug zu bauen. Okay, das heißt, wir müssen dann die Steinarbeiten, die fortgeschrittene Dekoration machen und können dann, wenn wir den Pfad immer weiter folgen, kommen wir dann irgendwann dorthin, wo wir hinwollen. Was ist das? Eine Steinschießscharte. Also, da gibt es dann schon noch einige nette Dinge, die wir in Zukunft noch forschen können. Aber der schaut doch jetzt danach aus, als wenn wir den schneiden können. Ah, nicht den, dich da. Offensichtlich nicht. Oder geht das bei den Freilebenden nicht? Müssen die quasi eingesperrt sein? Das kann natürlich sein, dass wir die erst quasi, wenn wir sie eingesperrt haben. Okay, das war für die Farm. Das wollen wir. Ich glaube, die Farm, die müssen wir wahrscheinlich eher oben irgendwo hinsetzen oder so. Ansonsten haben wir noch irgendwelche anderen Zäune. Nicht wirklich. Ah, egal. Was können wir denn eigentlich sonst noch machen? Bei der Landwirtschaft die Zäune. Wir können Mehl mahlen. Genau, wir haben den Zauberwald.
wenn wir Mehl mahlen wollen, das könnte man auch mal machen. Mehl braucht man eh dann später noch für andere Sachen. Ah, der hat seine Tischlerfähigkeiten verbessert. 3 Minuten noch, dann rückt die nächste Welle an. Dann sollten wir mal einen Check machen, was unsere Zwerge angeht. Ob die alle soweit fit sind. Ah, der könnte noch ein bisschen Schlaf brauchen. Der soll schlafen. Der müsste eigentlich was essen. Der ist fit, der kann auch noch kurz schlafen. Der sollte was essen. Das geht, das. Ah. Auch halt fitte Leute. Der sollte auf jeden Fall schlafen. Okay, dann sind wir jetzt eh schon durch. Wie schaut es denn essenstechnisch aus? Okay, da haben wir mittlerweile nicht mehr viel auf Lager. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte wegen einem Essen nachschauen. Da müssten wir noch ein paar Dinge auf Reserve haben. Genau, wir haben ja hier noch eine Menge von diesen Pilzgerichten. Wenn wir dann auch ein bisschen verteilen können, ich meine, haben wir sonst noch irgendwas außer Pilz? Ah ja, wir haben noch den Fischeintopf. Wenn wir hier unten ein bisschen Fischeintopf hinstellen. Ah, wir haben die Aufgabe erfüllt, neue Technologie, Landwirtschaft, haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir kommen jetzt, hier kann man jetzt einen Steinofen bauen, um bessere Gerichte herzustellen. Das werden wir auch machen. Das sagt die Zeit 1 Minute, dann kommen's. Diesmal haben wir ein paar Schussanlagen, ich hoffe, das reicht, um uns besser gegen die wehren zu können. Und da haben wir hier einen Topf, sollen uns da mal einen Ofen machen. Ja, Schussanlage kann man da vielleicht noch schnell 1, 2 herstellen. Das wäre auch noch cool. Da braucht man noch ein paar Bögen. Genau, und dann, wo war das hier, die Schussanlage? Was braucht man denn sonst noch? Okay, wir haben keinen Stahl. Müssten wir mittlerweile, beziehungsweise, ach ja, wir können die Waffe herstellen. Da haben wir mittlerweile alles, was wir brauchen. Könnten wir einen unserer Leute die Waffe in die Hand drücken? Braucht ihr nicht irgendwas Spezielles? Diese Schusswaffe ist aus kurzer Entfernung wirkungsvoll, aber ihr fehlt die Feuerkraft. Wir könnten es trotzdem mal probieren und jemanden in die Hand drücken. Okay, den Krieger vielleicht gerade nicht, weil der sollte eher im Nahkampf sein, aber einen der anderen Zwerge könnte man damit mal ausrüsten dann, wenn das Ding fertig ist. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Ah, da kommen schon alle fleißig arbeiten. Aber was uns halt gleich immer noch fehlt, ist ja ein richtiger Schmied, weil der ist, glaube ich, nur... Der Logan, der kann ja, glaube ich, schauen wir, was hat denn der eigentlich als Beruf? Genau, der ist eigentlich Koch.
Das heißt, einen richtigen Schmied bräuchten wir noch. Ah, und Aufgabe Schusswaffen haben wir auch erledigt. Das ist auch cool. Das heißt, dann könnten wir bald auch zur Expertenausrüstung gehen, nämlich die ganzen Stahlrüstungen, Helme, Eisenstiefel. Sekunden noch. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt eine Pistole. Wen drücken wir die in die Hand? Am besten einen unserer Nahkämpfer, der vielleicht eine Nahkampfwaffe hat, die vielleicht nicht ganz so toll ist. Der hat einen Holzstab, also das ist unser Magier. Da haben wir, die haben Schwerter und teilweise manche haben noch die ganz normale Stahlkeulen. Stahlkeule hat eine Kampfkraft von 20. Die Schwerter haben eine von 25. Dann gebe ich den einfach mal den Fischer das Ding mal in die Hand. Und schauen wir mal, ob es was hilft. Bin ich gespannt, von welcher Seite sie diesmal kommen. Ah. Gehen da mittlerweile mehrere Portale auf? Scheint fast so. Bisher ist immer nur ein Portal aufgegangen. Und jetzt gehen schon zwei Portale auf. Aber sie kommen hier, kommen auf jeden Fall welche. Das heißt, wenn wir sie hier mal zusammen rufen. Wobei hier kommen auch welche. Wir kommen von beiden Seiten. Oh, Levelaufstieg. Ein neuer Zwerg. Dann rufen wir uns mal hier rüber. Beziehungsweise, wenn wer Zeit hat, kann er sich um den noch kümmern. Also unser Zwerg mit der Pistole. Die Schussanlage ist recht effektiv, glaube ich. Haben wir alle erledigt? Ah, ist nur noch der da oben eigentlich, um den wir uns noch kümmern müssen. Und du musst mal hier hinschicken. Ich hoffe, da schießt mal jemand drauf auf den. Oder haben die da keinen Sichtradius? Ah doch, jetzt. Ah ja, der rennt schon weg. Ah ja, jetzt kann es wieder schießen. Offensichtlich, einer kann zumindest die Dinger nicht zerstören. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Okay, ich meine, die Welle war schon wieder ein bisschen härter.
von der Menge her und weil zwei Portale offen waren, das heißt, die sind von links und von rechts gekommen, da sollten wir uns halt bei Zeiten auch noch was einfallen lassen, wie wir die Verteidigung weiter verbessern können. Ich denke mal, die Schussanlagen, die helfen schon mal ganz gut. Bei der Pistole kann ich jetzt schwer sagen, wie wirkungsvoll die jetzt wirklich ist. Aber lassen wir es einfach mal. So, was haben wir hier Schönes? Komfort ist mittlerweile 50%. Das heißt, da sind wir auch schon auf einem guten Weg. Ja, und ich sehe, wir sind bei 20 Minuten. Ja, dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Und werde aber jetzt noch eine hinterher aufnehmen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Craft the World. Tschüss!